Hart an der westlichen Grenze von Ostprignitz-Ruppin liegt ein kleines Dorf mit knapp 200 Einwohnern. Bellet. Bellet liegt harmonisch inmitten von Wiesen und Feldern hinter einer kleinen Erhebung am Rande des Naturschutzgebietes Königsvlies, 7 Kilometer westlich von Küritz. Fernab der großen Verkehrswege bezieht Bellet seine innere Ruhe unter anderem durch die Tatsache, dass der Durchgangsverkehr an Bellet vorbeigeleitet wird. Daher ist Bellet ein wunderbarer Ort zum Wohnen, was auch durch etliche Zuzüge in den letzten Jahren bestätigt wird. Bellet wurde 2001 an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen. 2004 folgte eine komplette Sanierung der Küritzer Allee und der Belletter Dorfstraße. Dabei wurden unter anderem Laternen zur vollständigen Ausleuchtung der Straßen und eine neue Kanalisation installiert. Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes aus dem Jahre 1440 zeugt vom historischen Alter unseres Dorfes. Der Ort gehörte früher den Familien Krusemark und von Königsmark. Von 1897 bis 1969 gab es eine Kleinbahn, die Bellet, mit Bredin und Küritz verband. Diese Bahn wurde Pollo genannt. Die originelle Namensgebung geht auf einen Hund namens Pollo zurück, der bei der Jungfernfahrt fast unter die Lokomotive gelaufen wäre und von seinem Besitzer lautstark zurückgerufen wurde. Pollo hat jeden Morgen hat er den Wagen gebracht, den Milchwagen. Und da haben die Bauern immer ihre Milchkannen, nicht? Die haben sie dann immer in den Wagen rein. Und dann in Küritz war die Molkerei hier oben am Bahnhof. Und dann haben die den Milchwagen rüber reingezogen in die Molkerei. Und da wurde das alles entleert und dann wieder vollgemacht mit Magermilch und alles und dann wieder zurück. Und dann hat Mittag, hat dann Pollo den Milchwagen wieder mit nach Bellet gebracht. In der Gemeinde sind nahebei sehenswerte, wertvolle Biotope zu bestaunen. Das Naturschutzgebiet Königsvlies liegt etwa 2 Kilometer westlich der Stadt Küritz zwischen den Dörfern Demertin, Bellet, Rehfeld und Mechow. Entlang des Königsvlieses schützt es auf einer Länge von 6 Kilometern feuchte Wiesen, Weiden und Waldbereiche auf Flachmoorböden. Einige der offenen Niederungsflächen entlang des Königsvlieses sind ungestört und nahezu unzerschnitten. Sie bieten wertvollen Lebensraum, insbesondere für gefährdete Wiesenvogelarten, aber auch für Feuchtwiesenpflanzen. Zur Zugzeit rasten im Gebiet unter anderem in größerer Anzahl Kiebitze und Kraniche. Die in den umliegenden Gemeinden horstenden Schwarz- und Weißstörche nutzen die Niederungsflächen des Schutzgebietes zur Nahrungssuche.
Berlitt liegt direkt auf dem Pilgerweg Berlin-Bad Vilsnack. Jedes Jahr wird der Pilgerweg von ca. 1000 Pilgern genutzt. Die 119 Kilometer lange Strecke ist zu allen Jahreszeiten attraktiv für Pilger und Naturliebhaber. Vilsnack war im Mittelalter ein wichtiger Wallfahrtsort. Aus ganz Europa strömten von 1383 bis 1552 die Pilger zu den Bluthostien, die in der Vilsnacker Wunderblutkirche aufbewahrt wurden. Das Ehepaar Wönne geht entlang dieses historischen Weges einmal im Jahr und macht dann auch Zwischenstationen in der Pilgerwohnung unseres Schlosses. Und in jüngerer Zeit hat man das halt wieder so ein bisschen belebt in der Tourismusbranche und hat gesagt, das könnte man doch diese Art zu sich fortzubewegen auch wieder ein bisschen neu entdecken und hat diesen Weg von Berlin nach Vilsnack, der einer der berühmten Pilgerwege eben war. Über Berlitt, genau. Den hat man sehr gut ausgeschildert und wir sind eben ein kleines Teilstück von diesem Weg gelaufen und hatten viel Spaß und haben es uns richtig gut gehen lassen und wurden hier Leute hervorragend versorgt in Berlitt. Genau. haben nämlich nicht nur Unterkunft bekommen, sondern auch ein Frühstück, was besonders schön ist. Das im 18. Jahrhundert errichtete Berlitter Schloss brannte 1808 ab. 1822 folgte auf den alten Fundamenten der Wiederaufbau als Gutshaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkam das Gebäude mehr und mehr. . 2003 wurde durch bereitgestellte EU-Fördermittel das äußere Erscheinungsbild, das heißt Dach, Fassade und Fenster, saniert. Obwohl es sich inzwischen objektiv um ein Gutshaus handelt, hat sich im Berlitter Sprachgebrauch das Schloss durchgesetzt. Eine Wohnung wurde 2011 von den Berlittern als Pilgerwohnung ausgebaut. Mitte 2017 durften wir den 100. Pilger begrüßen, der in der Pilgerwohnung Quartier machte. Hinter dem Schloss befindet sich eine denkmalgeschützte Parkanlage. Der Denkmalschutz erstreckt sich insbesondere auf den alten Baumbestand. Neben unseren ganzjährigen Aktivitäten im Schloss wird der Schlosspark jeden Sommer zum Mittelpunkt vielfältiger Veranstaltungen. Den Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm, wie zum Beispiel unser Dorffest, den alljährlichen Weihnachtsmarkt oder auch wie hier das Theater am Pilgerweg. Von hier verschwinden müssen.
Sonst geht es mir noch wie dem Jan Hus, den Sie auf dem Konzil zu Konstanz verurteilt haben und der dann auf dem Scheiterhaufen geendet ist. Tja, das könnte schon sein, denn diese Leute, die beobachten uns ziemlich misstrauisch. Aber Mensch, versteck dich nicht, doch, das fehlt doch noch ab. Bischof, mein Freund, wir sollten uns langsam etwas Neues überlegen, um diesem Tocke zuvorzukommen. Und seine Konsorten, die dürfen erst gar nicht Gelegenheit haben, sich gegen unser Wunderblut zu äußern. Was meinst du? Da bin ich ganz bei euch. Wir haben zu danken, habt da ganz toll gemacht. War ausgesprochen schön, mal so viel über die gemeinsame Geschichte von Bad Wilsnack und Berlitz zu hören. Ja. Das haben wir mit Freude aufgenommen, dass Berlitz auch so eine wichtige Rolle spielte schon früher. Ja. Um jetzt den Weg zur Gegenwart zu finden. Wir haben da hinten ganz diskret ein kleines Sparschwein aufgestellt. Und wenn euch das irgendwie gefallen hat, dürft ihr da auch was reintun. Genau dieses dort. Da ist ja schon was drin. Ach, wie schön. Macht besser. Ich war es nicht. Da gilt natürlich das Gleiche, wie wir eben gehört haben. Also je mehr man da reinschmeißt, desto besser wird das Wetter im nächsten Tag. Und die Sünden vergeben. Das aber nur bei größeren Scheinen. Sonst klappt das nicht. Die Kirche wurde 1526 als Wehrkirche errichtet und 1710 um den Turm erweitert. Die Kirche wurde in den letzten 10 Jahren aufwendig saniert. Im Mai 2005 feierte das Dorf die Einweihung der Ostwand, des Glockenturms und des Daches sowie eine neue Glocke. In Berlitz steht eine Kirche seit fast 500 Jahren und sie ist vor gut 250 Jahren durchgehend erneuert worden. Man kann sich das heute gar nicht mehr so gut vorstellen, dass die barocke Ausmalung eine ganz moderne Fassung dieses Kirchengebäudes im 18. Jahrhundert war.
Die mit Engeln ausgestattete Decke ist am Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden. Nicht unwiederbringlich ein Glück, sondern sie ist wieder aufgetaucht. Dass wir hier wirklich eine Einrichtung haben, die fast durchgehend aus dem 18. Jahrhundert stammt, das ist etwas Besonderes hier in der Region. Und deshalb ist es so wichtig gewesen, dass die Kirchgemeinde hier vor gut 20 Jahren den Entschluss gefasst hat, dieses zu bewahren. Hinweisen möchte ich auch noch auf den Kanzelaltar, der im Hintergrund zu sehen ist. Er stammt wohl aus etwas späterer Zeit, aber auch dort sind viele barocke Elemente zu finden. Er hat eine sehr lockere, ja fast fröhliche Ausstrahlung. Durch die Restaurierung sind an den beiden Seiten auch kleine Engelsköpfe gefunden worden. Sie lachen jetzt sozusagen in den Raum hinein. Das ist etwas, was nicht in jeder Kirche zu finden ist. Insgesamt gehören etwa 60 Einwohner zur evangelischen Kirchengemeinde und sie sind auf unterschiedliche Weise dabei. Es gibt so, wie in anderen Nachbarkirchengemeinden auch, einen Kern, so möchte ich es ausdrücken, von 10 bis 15 Personen, der immer auch aktiv ist, der vor Ort die Gottesdienste mitgestaltet und vor allem auch mitfeiert, der sich zu Kirchenkaffee-Nachmittagen trifft und auch bei bestimmten Aktionen wie Konzerten oder Theater hier ganz aktiv mitwirkt. Die Kirchengemeinde versucht mit ihren Möglichkeiten hier neben Gottesdiensten und den Kirchenkaffee-Nachmittagen Lebendigkeit in der Kirche auch immer wieder deutlich werden zu lassen. Wir hatten jetzt ja in diesem Jahr mehrere Konzerte, unter anderem auch eine lange Nacht der Dorfkirchen, in der hier bei einem wunderbaren Puppentheaterabend viele Menschen in der Kirche waren. Im Frühjahr ein Konzert und im Herbst ein Konzert. Das ist das, was hier ganz gut im Miteinander der Dorfgemeinschaft auch auf die Beine gestellt wird. Die Volkssolidarität ist eine Vereinigung, die sich nach dem Motto Miteinander, Füreinander hauptsächlich um die älteren Mitbürger kümmert. Frau Elfriede Hähnel ist aktuelle Vorstandsvorsitzende und kümmert sich um die Geburtstage und die Betreuung der Mitglieder im Krankheitsfall. Wir betreuen unsere Mitglieder bei Krankheit oder wenn irgendwas Besonderes ist, wenn sie Hilfe brauchen. Aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Vorgekommen ist vor allen Dingen die Krankheit, die Betreuung bei Krankheit. Und wir treffen uns also einmal im Monat, also 12-mal im Jahr. Und am Anfang des Jahres machen wir dann immer unsere Jahreshauptversammlung. Dann wird das Programm für das Jahr festgelegt, was wir so im Laufe des Jahres machen wollen, welche Fahrten wir machen wollen und welche Veranstaltungen wir machen und dann kommt zwischendurch deine Anfrage, ob wir Kuchen backen können und das Kuchenbuffet aufstellen. Und naja, so. Und wenn der Weihnachtsmarkt ist, sind wir mit präsent. Das weißt du ja. Wir sind ja irgendwie sind wir immer da. Thank you.
Die Freiwillige Feuerwehr Berlitt feierte im August 2013 ihr 80-jähriges Jubiläum. Heute besteht sie aus 12 Mitgliedern. Wir sind sehr stolz auf die Existenz unserer Jugendfeuerwehr. Geleitet wird sie sehr engagiert von Dirk Preuß. Hier haben wir unser aktuell jüngstes Jugendfeuerwehrmitglied, unser Jan. Momentan haben wir 3 Jugendliche, die in der Feuerwehr sind. In Lauerstellung sind noch 2 kleinere von 8 und 9 Jahren. Da sind wir mal gespannt, ob das was wird. Ansonsten muss ich dazu sagen, arbeitet die Jugendfeuerwehr Berlitt zusammen mit Rehfeld und Kitzlie zusammen, weil wir als Löschgruppe zusammenarbeiten und haben das dann auch mit der Jugend übernommen. Aufgrund dessen, weil wir halt nur noch so wenig Jugendliche sind, macht sich das ganz einfach besser, wenn man dann eine größere Truppe hat. Wenn sie waren 2 Jugendwarte, können besser aufpassen, können die Ausbildung effektiver gestalten. Wir selbst hier in unserer Wache haben momentan 7 aktive Mitglieder. Das klingt erstmal nicht viel, stimmt auch. Aber wir befinden uns momentan in der Lage, dass wir unser Feuerwehrauto durchaus besetzen können. Und das ist im Mittel der Feuerwehren, die den Mitgliederstand betrifft, doch eine doch vernünftige Angelegenheit. Wir haben sehr gut ausgebildetes Führungspersonal hier an diesem Standort. Wir haben hier 2 Gruppenführer, die auch ihren Dienst in dieser Wehr tun. Wir haben einen stellvertretenden Zugführer, der hier auch für die weiteren Feuerwehren mit zuständig ist. Wir müssen in unserem Einsatzdienst diverse Ausbildungsstunden leisten, wo wir auf Theorie und Praxis zurückgreifen. Es ist vorgeschrieben, damit wir mindestens 2-mal im Jahr eine Großübung machen müssen. Da reden wir aber über Übungen im Rahmen von Zugübungen, wo wir dann mit anderen Organisationen bzw. anderen Feuerwehren zusammenarbeiten, was größer gefasst ist. Zu der Übung an sich. Wir hatten eine Alarmierung hier direkt am Standort und haben fiktiv gedacht, dass alle Feuerwehren schon hier vor Ort sind. Es wurde von uns besonderen Fokus darauf gelegt, dass wir eine Wasserentnahmestelle entrichten, eine Ausleuchtung aufgrund der Widrigkeiten der Witterung vornehmen mussten und eine Menschenrettung unter Pressluftatemgeräte. Dies haben wir auch in der Übung nochmal etwas erschwert, indem wir Nebelmaschinen genutzt haben, sowie Blitzlichter, die diesen Raum doch wirklich zu einem ziemlich schwierigen Hindernis für Atemschutzgeräte getrieben haben. Ja, summa summarum muss ich sagen, diese Übung ist sehr gut gelaufen. Es hat im Großen und Ganzen alles funktioniert. Es sind natürlich einzelne Fehler aufgetreten, natürlich. Da sprechen wir uns auch nicht frei von. Aber deswegen üben wir, um diese Fehler zu erkennen und um diese Fehler stetig auszumerzen. Es ist das Bestreben der Dorfgemeinschaft, die Synergien aller sozialen Gruppen weitgehend zu nutzen, um so viele Bewohner wie möglich aktiv am Dorfgeschehen zu beteiligen. Den Aktivitäten des Ortsbeirats und des Berlitter Bürgervereins ist es zu verdanken, dass in Berlitt seit einigen Jahren regelmäßig mehr als 12 Veranstaltungen stattfinden. Am 23. April 2017 titelte die MAZ: Schloss Berlitt etabliert sich als Ausflugsziel. Vorträge, Feste und Kino werden in Berlitt mehr und mehr zur festen Einrichtung. Sie haben einen sehr guten Tag gehabt und Sie haben sehr viele Funde gesichert, die sonst garantiert woanders hingewandert werden.
und am Ufer überall Feuerstellen der Menschen, auch hier aus der Steinzeit, aus der Germanenzeit und hier oben im Wald liegt Borg. Ja, so sah ich aus, dann ja, hier auf hohe Schuss gelaufen, alles war okay, die Füße waren leicht und locker, ich dachte, so kann ich hochlaufen bis zum Nordkap, jetzt läuft es einfach mal durch, so, ne? Aber es war nur der erste Tag gewesen, der zweite Tag hat mir Grenzen gelehrt, wie es eben gehen kann. Beide waren einfach nur ausgeruht, aber ausgeruht, das waren sie nur am ersten Tag.